Guten Morgen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei unserer ersten Diskussion. Und der Titel heißt Geteilte Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Ich bin Gerlinde Hetzowa, unterrichte an der Karls-Universität und habe die Ehre, das erste Panel zu moderieren. Wir werden jetzt verschiedene Perspektiven vertreten, aus nationaler Sicht. Wir haben hier mehrere Vertreter europäischer Völker und ich gestatte mir, nun mit der ersten zu beginnen. Frau Gerlinde Kreutl ist Politologin, wirkt an der Universität in Regensburg und befasst sich mit der Kultur, mit der Erinnerungskultur. Und der zweite ist der Vertreter der Slowakischen Republik. Es ist der slowakische Historiker Juraj Marušiak. Er befasst sich mit slowakischer Außenpolitik und den Beziehungen zu den Ländern Osteuropas. Für die Polen ist hier Magdalena Sariusz-Wolska, Soziologin aus Warschau. Sie befasst sich auch mit der Erinnerungskultur und konzentriert sich auch auf Medien und Film. Damit befasst sie sich ebenfalls. Und der letzte, und wie man so sagt, but not least, ist Gergely Romsics, Historiker aus Budapest, der sich mit der Geschichte des politischen Denkens und der Historiografie befasst. Ich begrüße Sie herzlich und gestatte mir, die Diskussion mit so einer kleinen Runde zu eröffnen. Als wir im letzten Jahr nach der russischen Intervention in der Ukraine befasst haben, war in der tschechischen öffentlichen Diskussion am meisten die Geschichte erwähnt worden. Im tschechischen Beispiel befasste man sich mit dem Jahr 1938 und mit dem Jahr 1968. Ich würde mich sehr interessieren, wie das im Deutschen, im Falle der Deutschlands war und in Bezug zu den tschechischen Ländern. Was waren für Sie die wichtigsten Meinungen in Bezug auf die Gegenwart? Ich bitte nun Frau Gerlinde. Ich bin tatsächlich sehr gerne hier, aber auch mit einem Gefühl des Respekts hier, weil ich nicht zur Erinnerungskultur per se forsche, sondern meine Schwerpunkte sind die internationale Politik, die Außenpolitik Deutschlands, wo natürlich auch Bezüge der Vergangenheit eine wichtige Rolle spielen. Und ich würde gerne die Frage beantworten, zunächst mal mit einem Blick auf auch dieses interdisziplinäre Podium, das wir hier heute haben, weil Erinnerung, Lehren aus der Vergangenheit, Identitäten, Selbstverständnisse, die Art, wie wir unserer eigenen Geschichte in unserem Selbst Sinn geben, in meiner Disziplin der internationalen Politik eigentlich lange Zeit nicht beachtet wurden als erklärungsrelevant, sondern man hat auf Macht, auf Interessen von Staaten geblickt. Und es ist relativ spät erst als ein gewichtiger Punkt der Forschung auch aufgegriffen worden, dass diese sanften Faktoren, also die Art, wie wir über die Dinge nachdenken, wie wir die Realität konstruieren, ein relevanter Faktor ist. Konkret würde ich auch hier noch ergänzen, Lehren aus der Vergangenheit sind mitunter handlungsleitend, aber auch nicht immer. Sie können auch, die Vergangenheit kann sehr instrumentell genutzt werden. Auch das erleben wir aktuell in diesem Krieg, dass die Vergangenheit instrumentalisiert wird. Aus der russischen Perspektive würde ich das attestieren beispielsweise. Lehren aus der Vergangenheit können auch gerinnen, sodass sie eigentlich nicht hinterfragte Überzeugungen werden, also Denkstrukturen, denen man folgt, ob es wirklich passgenau ist oder nicht. Konkret auf den Krieg in der Ukraine bezogen, in Deutschland hat man aus Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg und auch den folgenden Jahrzehnten der Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland eine sehr tief verinnerlichte Vorstellung einer Zivilmachtsrolle, dass das Militärische als ein Instrument der Außenpolitik keine gewichtige Rolle spielen dürfe, weil man die Lehren aus der Vergangenheit eben in diesem Sinne interpretiert. Das ist nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg bezogen, sondern ich würde das auch an anderen Wegmarken festmachen. 1970er, neue Ostpolitik, Wandel durch Annäherung, auch das sind letztlich dann zu Überzeugungen geronnene Erinnerungen, wo man das Argument machte, durch die ausgestreckte Hand, durch einen Interessenausgleich, durch ein Aufeinanderzugehen und Dialog kann man die Welt zum Besseren verändern.
Und mit dem Ukraine-Krieg hat man hier wirklich so einen Schockmoment erlebt, dass diese Zivilmachtsrolle, auch dieses Verständnis der internationalen Politik, dass Konflikte nicht unvermeidbar sind, sondern dass sie vermieden werden können, dass das ein Fehler ist, dass es nicht der Realität entspricht. Also dieser Schockmoment, dass dieses Zivilmachtsverständnis nicht passgenau ist, das würde ich klar attestieren. Und wir haben es am besten zum Ausdruck gebracht gesehen mit der Rede von Kanzler Scholz am 27. Februar 2022, also wenige Tage nach Kriegsbeginn, wo er eine Zeitenwende proklamiert hat, dass dieser Krieg ein Epochenbruch darstellt in der europäischen Geschichte, aber auch für die deutsche Außenpolitik eine Wegmarke sein muss. Der zweite Punkt, den ich hier noch ergänzen würde, und damit schließe ich auch, man hat in Deutschland im letzten Jahr wirklich sehr klar das Bewusstsein erlangt, dass man lange Zeit das östliche Europa auf Russland reduziert hat. Dass man viele Staaten in unserer Nachbarschaft nicht adäquat gesehen hat. Und das betrifft insbesondere auch die Ukraine, dass der Blick nach Osten eben oftmals Richtung Moskau ging und dass andere Befindlichkeiten, andere Interessen, Hoffnungen, Wünsche, Sorgen, Nöte vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten. Und auch hier gibt es so ein Erwachen, nenne ich das jetzt mal, dass man feststellt, wir müssen hier wirklich auch an dem eigenen Blick arbeiten, um Europa in der Gänze zu sehen. Danke, ich werde jetzt das Wort an Herrn Marusiak übergeben. Guten Tag, ich danke den Organisatoren für die Einladung zu diesem Treffen in der Slowakei. Ist die Erinnerungskultur eine ganz andere, ist völlig unterschiedlich von der, die an zum Beispiel in Polen oder in den baltischen Ländern herrscht. Während in Polen oder in baltischen Ländern die Beziehungen zur kommunistischen Vergangenheit, auch in Beziehung zu der nicht mehr existierenden Sowjetunion, praktisch eine antagonistische Erinnerungskultur zur Geltung kam, zur Sprache kam. Die Jahre 44, 45 wurden immer nicht nur nicht mit dem Sieg über den Faschismus verbunden, sondern auch mit dem Antritt einer neuen Okkupation, einer neuen Verlust der staatlichen Selbstständigkeit, Verlust der Freiheit. In der Slowakei hat man stattdessen ganz anders gedacht. Das Jahr 45 war in der Slowakei etwas, was man hoch anerkannte als den Sieg über den Faschismus. Und gerade die Slowakei hat immer bei diesen Jubiläen die Verbundenheit der Staaten aus der Anti-Hitler-Koalition gesehen. In der Slowakei gab es keine Aktivitäten oder zumindest waren es marginale Aktivitäten, wo man also das Gedenken der slowakischen Soldaten, die gefallen waren bei der Befreiung der Tschechoslowakei, woanders gesehen hat. Es war ein innerer Erinnerungskrieg, der charakteristisch war, dass man hauptsächlich die Zeit der sogenannten befreiten Slowakei betrachtet hat. Die Slowakei musste sich also mit den Sünden aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie auseinandersetzen, wo die Slowakei ja eigentlich ein Kampfgenosse Deutschlands war, fast bis zum letzten Moment. Die Situation wurde eine andere, ja, veränderte sich eben im Kontext. Jetzt erst in der Zeit, wo Russland die Ukraine überfallen hat. Das war aber nicht der 24. Februar 2022, sondern das war ja schon im Jahr 2014. Und gerade in dieser Zeit zog man jetzt verschiedene Überzeugungen in Zweifel, die vorher volle Konzession hatten. In der Sowjetunion sah man ja vorher eine Befreiungsmacht. Und dieser Kampf begann bereits vor den letzten Parlamentswahlen, in der die damalige Opposition
schlug ja vor, dass man den 21. August als Gedenktag der Slowakischen Republik bezeichnet und installiert. Man wollte also den Tag der sowjetischen Invasion in die Tschechoslowakei damit irgendwie in Vergessenheit bringen, als also die Slowakei der letzte russische, sowjetische Soldat 89 verlassen hat. Also die damalige Regierungskoalition hat sich sehr stark gegen solche Vorschläge gestellt und solche Vorschläge konnten nicht verwirklicht werden. Sie kam damals, die damalige Opposition, nicht zur Macht. Die heutigen Koalitionsparteien kamen ja nicht an die Macht. Und die Argumente waren sehr unterschiedlich. Als würde man die jetzige Opposition, als würden die sich schämen, diese ihre Überzeugung laut werden zu lassen. Es ist so etwas wie ein Tag der Niederschlagung von irgendetwas. Das war eine vernichtende, verspielte Chance. Und als jetzt die Opposition im Parlament ist, hat sie einen Gegenvorschlag gebracht. Und wir anerkennen den 21. August. Dann, wenn wir den aber anerkennen wollen, als Gedenktag, sollten wir auch den 30. September als einen wichtigen Tag anerkennen, den Tag des Münchner Abkommens, als Tag des Verrats der westlichen Mächte an der Tschechoslowakei. Also so viel zu der Erinnerungskultur aus der Sicht der allgemeinen Demokratie, denn in der Slowakei, Slowakei war eine der wenigen Länder, die als den Staatsfeiertag, den Sieg über den Faschismus weiterhin feiert, den 9. Mai. Ansonsten wird ja der 8. Mai als Sieg über den Faschismus gefeiert, im Westen zumindest. Es ist eine demokratische Tradition und auf die Weise wurde es auch daran erinnert. Und nun wird also die Erinnerung in die geopolitische Ebene verschoben. Entweder, also nicht mehr der Verrat der Sowjets versus Verrat der Westmächte. Und nichts dazwischen ist mehr möglich. Keine andere Möglichkeit, keine Wahlmöglichkeit. Eines dieser Daten ist der 21. August, eine Möglichkeit also, natürlich. Und auch ein weiterer, so ein Schlüsselmoment, das mit der Ukraine in Verbindung steht, und mit der jetzigen Debatte steht, ist das der Jahrestag des Münchner Abkommens. Sollen wir uns also als Chamberlain verhalten? Sollen wir die Ukraine verbluten lassen? Es wird alles stark thematisiert, aber erst jetzt am Vorabend des Krieges. Bis zum 24. Februar des vorigen Jahres hatten wir in der Slowakei zum Beispiel gar keine Aktivitäten in Richtung irgendwelcher besonderer Rettung oder Betrachtung der sowjetischen Denkmäler. So war jetzt plötzlich der 24. Februar eine große Zäsur. Es traten verschiedene Fragen auf. Wessen Sieg war das? War das nur ein russischer oder auch ein ukrainischer Sieg? Am 9. Mai vorigen Jahres wurde eine Initiative organisiert, Frieden für die Ukraine. Das war im Slawin zum Beispiel, also ein großer Friedhof. Am 8. 9. Mai, da versuchten die Mitglieder der antifaschistischen Kämpfer einfach für Russland Blumen niederzulegen für die russischen Befreier. Sie haben es also in dem traditionellen Stil gefeiert. Und beide Seiten musste aber die Polizei trennen, weil die anderen ja dagegen waren, was den Russen irgendwelche Blumen hingelegt werden. Also gerade in Bezug auf die Kultur rief auch die Initiative zum ersten Jahrestag des Kriegsausbruches zu begehen. Sicher im Slawin sind auch ukrainische Soldaten
bestattet worden, denn die russischen, sowjetischen Armee bestand ja aus verschiedenen Völkerschaften. Der Slawin, das ist das Friedhof, war ein Symbol der sowjetischen Dominanz. Und letztendlich hat man das auch von den russischen Seiten genutzt, um Demonstrationen zu organisieren. Gerade die heutige Opposition hat Slawin eine Demonstration gegen die jetzige Regierung veranstaltet und gegen die Politiker, gegen die sozial-ökonomische Politik wurde hier demonstriert. Aber gerade alles, was geschah im Slawin, dieser Krieg, hat auch einen inneren Erinnerungskrieg hervorgerufen. In der Slowakei bei uns gibt es verschiedene Lager und zum Beispiel, was charakteristisch ist, Teile der Linken hat plötzlich begonnen, an die Bandera-Leute zu erinnern. Sie wurden als Verbrecher gegen die Zivilbevölkerung bezeichnet. In der ukrainischen Armee nach dem Zweiten Weltkrieg wollten diese Armeeteile im Westen geraten. Die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg wurden alle auch von russischen Nazi-Kollaborateuren verursacht. In Kisuzha zum Beispiel, das ist etwas, wo die Vlasovci aufgetreten sind. Also die Erinnerungskultur zerlegt jetzt alles. Also bei uns wird wirklich ein Erinnerungskrieg in der Slowakei geführt. Es existierten auf diesem Gebiet 30 Jahre lang keine solche Regelung, bestenfalls in kleinen, isolierten Aktivistengruppen. Heute ist das Ganze ein viel breiterer Teil der Bevölkerung. Vielen herzlichen Dank, Herr Maruszak. Sie haben über die Erinnerungskriege gesprochen. Wie ist das in Polen bestellt? Gibt es dort was Ähnliches oder gibt es dort eine andere Erinnerungskultur oder herrscht die Übereinstimmung? Prinzipiell werden in Polen natürlich ganz viele Erinnerungskriege geführt und in dieser Hinsicht unterscheidet sich Polen von der Slowakei nicht sehr. Allerdings in Bezug auf die Ukraine beobachten wir, glaube ich, momentan andere Prozesse. Das heißt, als die Invasion letztes Jahr losging, war erstmals die aktuelle Krise im Vordergrund. Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Öffentlichkeiten wir hier ansprechen. Es mag sein, dass es irgendwie in unterschiedlichen Internetgruppen Diskussionen gab, die ich nicht wahrgenommen habe, aber im Großen und Ganzen, ich glaube letztes Jahr, gerade so ab Februar, März, um diese Jahreszeit, die Gegenwart stand generell im Vordergrund. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhing, also nicht nur mit dieser Krise, die auf einmal vor der Tür stand und auch sozusagen, also aus unserer Sicht auch auf unserer Seite der Tür, weil auf einmal so viele Flüchtlinge zu uns kamen, in die Slowakei und nach Ungarn, wohl bekanntlich auch. Und diese Krise galt es zunächst zu bewältigen. Aber ich glaube, dass viele Länder, und dazu gehört auch Polen, etwas ratlos auf die Erklärungsmuster Russlands blickten. Russland hat ja, wie wir wissen, diese Invasion damals zumindest mit historischen Argumenten begründet. Man möchte die Ukraine entnazifizieren und entfaschistisieren. vor derartigen Argumenten ist es auf einmal schwierig, andere und, sag ich mal, historisch fundierte Erklärungen auch erstmal öffentlich zu gestalten. Also wie diskutiert man mit derartigen historischen Lügen? Das lässt einen einfach im ersten Blick ratlos. Und ich glaube, diese Tatsache und auch eben die Tatsache, dass es eine riesige Krise gab, die es zu bewältigen galt, hat dazu geführt, dass die historischen Bezüge zunächst einmal ausgeblendet wurden. Das ist insofern interessant, weil es natürlich vor der russischen Invasion auf die Ukraine letztes Jahr
ganz viele polnisch-ukrainische Diskussionen gab, also Diskussionen um die polnisch-ukrainische Geschichte und um die polnisch-ukrainischen Verhältnisse. Es wurde gerade von der rechten politischen Seite sehr oft an das Wołyń-Massaker 1943 erinnert, in dem polnische Bürgerinnen und Bürger von Ukrainern ermordet wurden. Es wurde sehr viel vorher in Polen über Bandera und über die UPA gesprochen und über die Kollaboration einiger ukrainischer Einheiten mit NS-Deutschland. Das alles wurde 2023 erstmals in den Hintergrund gerückt. Ich glaube nicht, dass das völlig verschwand, aber es verschwand zumindest aus der Mainstream-Öffentlichkeit, also aus dem staatlichen Fernsehen zum Beispiel oder aus den großen Zeitschriften. Ganz sicherlich kursierten aber derartige Vergleiche auch im Internet. Jetzt ist ein Jahr vergangen und natürlich vieles, was so im ersten Blick und im ersten Moment ausgeblendet wurde, kommt wieder hoch. Inklusive der polnisch-ukrainischen Spannungen. Was auch sehr hoch kommt, sind die polnischen Erinnerungen an den Ribbentrop-Mołotow, also Hitler-Stalin-Pakt auf Deutsch, und auf Polnisch wird da als Ribbentrop-Mołotow-Pakt genannt, wegen der deutschen Haltung zu Russland und wegen der deutschen Zurückhaltung, vor allem zum Beispiel Waffen in die Ukraine zu schicken. Und in diesem Zusammenhang wird ja immer wieder daran erinnert, dass bereits 1939 Hitler also es den Hitler-Stalin-Pakt gab und dass Deutschland ja schon bereits in der Geschichte mit Russland dubiose Verhältnisse hatte. Also das mit diesem Hintergrund wird auch ein bisschen die deutsche Zurückhaltung erklärt, was auch zu Missverständnissen führt. Aber es gibt einen Bezugspunkt, den wir, glaube ich, sicherlich nochmal erwähnen müssen, der leider nicht so oft in der Öffentlichkeit erwähnt wird, und zwar 2014. Es wurde ja schon gesagt, der Krieg in der Ukraine, der dauert ja nicht seit letztem Jahr. Also letztes Jahr hat es sich verschärft, aber das ist ein Krieg, den wir bereits seit fast 10 Jahren in Europa haben, der vielleicht 2014 beobachtet wurde. Ich war 2014 in Deutschland, von daher kann ich das schlecht aus der polnischen Perspektive beurteilen. Also in der Tat 2014, als Russland die Krim besetzte, das wurde ja nicht verschwiegen damals. Aber relativ schnell kamen dann andere Krisen. 2015 kam dann die Flüchtlingskrise und die Ukraine und die Besetzung der Krim und der östlichen Gebiete der Ukraine war dann halt so business as usual. Und wir haben uns damit als Westeuropa, aber auch als Polen und Mitteleuropa abgefunden. Und es gilt auch meines Erachtens wirklich ganz intensiv auf die letzten 10 Jahre zu gucken und uns zu überlegen, was haben wir da falsch gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für den Einblick in die polnische öffentliche Debatte. Bitte, Herr Rončič, vielleicht von Ihnen, wie wird dieses Thema in Ungarn andiskutiert? Wie wir wissen, Ungarn nach der russischen Invasion hat eine andere Haltung eingenommen im Vergleich zu den anderen Ländern, insbesondere aus unserer Region. Also wie wird dieses Thema bei Ihnen diskutiert? Also wenn ich aus meiner Sicht diese Frage zu beantworten anfange, bin ich dazu fast gedrängt, eine eher generellen Anführungspunkt zu wählen. Also in der Erforschung der kollektiven Erinnerung, der Gedächtniskulturen, hat sich jahrzehntelang im 20. Jahrhundert eher die Sichtweise durchgesetzt, die Erinnerung, kollektive Erinnerung, als ein Attribut bestimmter politischer und kultureller Kollektivitäten wahrgenommen hat. Das ist, ich sage mal, eine
an eine Annäherungsweise zum Thema, wo man Erinnerung als kollektiv, als sozialer Fakt, als gesellschaftliche Gegebenheit wahrnimmt und dadurch das auch als etwas Authentisches ansieht. Also jede Gruppe hat ihre Erinnerungskultur, das wird dann mitgetragen von dieser Gruppe und dadurch wird dann auch Identität performativ in der Gesellschaft wieder und wieder inszeniert. Erst, ich würde sagen, in den vergangenen 20, 30 Jahren hat man immer mehr damit auseinandersetzen müssen in der Forschung, sowohl Soziologen als auch Politologen und Historiker, dass Erinnerungskulturen vielleicht zu einem viel größeren Teil von politischen oder kulturellen Akteuren moduliert, um nicht zu sagen manipuliert werden können, als man es früher in der Forschung angenommen hat. Es gibt bestimmte Schlagwörter wie Memory Games, also Erinnerungsspiele, Memory Entrepreneurs, also Unternehmer der Erinnerung, Unternehmen des Gedächtnisses, die dann so trendhaft geworden sind. Das alles läuft darauf aus, dass wir uns auch erwägen müssen, wenn wir so eine Situation wie heute in Ungarn zu interpretieren versuchen, dass nicht unbedingt langhaltige, historisch geprägte Erinnerungskulture den öffentlichen Diskurs beeinflussen, sondern bestimmte und sehr effiziente Interventionen seitens politischer und ich sage mal, einfach Public Intellectuals, also intellektuelle Figuren in der größeren Öffentlichkeit, die die Macht dazu haben, durch Medien, durch andere gesellschaftliche Institutionen ziemlich schnell über wenig thematisierte Sprechpunkte die öffentliche Meinung entscheidend zu beeinflussen. Warum diese lange Einführung? Und ich entschuldige mich. Es geht ja darum, aus meiner Sicht, die Frage beantworten zu können, warum in Ungarn keine historischen Bezugspunkte in einem großen Teil der öffentlichen Diskurs zum Thema Krieg in Ukraine hervorgebracht werden. Und das geht gerade darum, es gibt eine russische Invasion eines Landes. Ja. Als Ungar, wenn man so gleich einfach Grundschulabschluss hat, denkt man sich gleich, ach, 1848, oder 49, genauer gesagt, ach, 1956, das sind sich ergebende Anknüpfungspunkte, die dann auch gleich ein Interpretationsmuster mit sich bringen. Es ist ja eine Russland als eine imperialistische Macht, der sich gegen verschiedene Freiheitsbewegungen ostmitteleuropäische Völker setzt. Um das abzuschalten, muss man natürlich diese Art von in der Gesellschaft jahrzehntelang disseminierte Erinnerungsmuster irgendwie mundtot machen oder ersetzen. Und das geschieht, ich sage, in der regierungsfreundlichen öffentlichen Raum, also Medien inbegriffen, politische, intellektuelle Diskurs inbegriffen, das geschieht mit einer ziemlichen Effizienz. Also es geht nicht historisch das anzusehen oder wenn historisch anzusehen, dann wird eher ein ganz anderes Framing, also Diskussionsweise gewählt und zwar eine merkwürdige Ahistorisierung der Geschichte. Denn was liegt ja im Tiefe der ungarischen Erinnerungskultur? Eine Art von Vergessens von unserem eigenen imperialistischen Vergangenheit, also Innerreich, St. Stefan, Assimilation, ungarische Hegemonie etc. etc. Das alles vergessen und zu erhalten gilt eine Erinnerung des kleinnationalen Vergangenheit, wo Ungar mit Tschechien, Slowakien etc. Immer als Opfer verschiedener imperialistischer Drängungen und Ambitionen dastehen in der Geschichte. Und betrachtet man das so, kann man ein Argument machen, das wird dann auch öfters gemacht, dass
Der ganze Konflikt, von dem der Krieg in Ukraine nur ein Teil bildet, angesehen werden sollte als ein neuer Kapitel im großen Buch westlich-liberalen Übermacht oder Hegemonialbestrebungen, Bedrängen russische und andere souveränitätsfreundliche politische Kulturen, ob im Osten Europas oder anderswo. Also es gibt diese Art von Angehensweise zum Thema, ob wir das überhaupt historisch nennen wollen oder ich weiß nicht, geschichtsphilosophisch, weiß ich nicht. Aber das dadurch konnte diese viel direktere Art der Anknüpfung an ungarische Geschichte ersetzt werden können. Natürlich habe ich so lange vor allem über regierungsfreundliche Medien und auch über die von Russland direkt oder indirekt beeinflusste rechtsradikale Medien und euroskeptische Medien gesprochen. Es gibt da Verschiedenheiten zum Grade, wie entschieden diese verschiedenen Personen, Intellektuelle und die Presse zum Thema äußert. Also natürlich wird die rechtsradikale Teil drückt sich direkter und radikaler aus und instrumentalisiert diese antiliberale Diskurs von einem imperialen, neoliberalen, hegemonischen Westens viel krasser, als es in der regierungsfreundlichen Mediaraum sich entfaltet. Aber strukturell sind sie einigermaßen einander ähnlich. Das ist jedenfalls meine Behauptung. Und dazu muss man dann natürlich dann anknüpfen, es gibt sowohl konservative als auch eher liberal oder links eingestellte Kritiker dieser Art von Angehensweise oder Betrachtungsweise. Und diese berufen sich natürlich desto mehr auf die Geschichte, desto mehr diese Art von Geschichte der ungarisch-russischen Beziehungen vom Regierungsseite verleugnet wird oder einfach nicht angesprochen wird. Und ich glaube, das ist der fundamentale Struktur, wie sich Krieg in Ukraine und Erinnerung in Ungarn miteinander verknüpfen oder in Bezug kommen zueinander. Und ich würde sagen, die Lehre für uns alle, wenn so eine Sache aus dieser Geschichte zu entnehmen ist. Die Lehre ist eigentlich, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie sehr eine integrierte politisch-kulturelle öffentliche Maschine oder eine Art von diese Art von öffentlichkeitsbeeinflussende Strukturen Bevölkerungen, die vielleicht vage Erinnerungen, vage Erlebnisse in sich tragen, die aber nicht aktiv unbedingt gleich tägliche Politik und Ereignisse für sie interpretieren. Also wie leicht Gruppen in ihrer Bezugspunkte und Angehensweisen zu beeinflussen sind. Also wir dürfen, ich glaube, die Kraft der Erinnerung an sich als irgendwie als schon existierende, a prioristisch gegebene Struktur nicht überschätzen. Erinnerung ist vielmehr etwas, was ständig neu hergestellt wird von sozialen, kulturellen Machtzentren. Und das sehen wir dann, meiner Meinung nach, auch in Ungarn, wie sich das entfaltet. Ich gestatte mir gleich eine anknüpfende Frage zu stellen. Sie sagten, dass in Ungarn von Regierungsseite der heutige Konflikt nur als Bestandteil eines viel größeren Machtkampfes zwischen den Großmächten definiert wird. Und die ahistorische Art oder auch die historische Betrachtungsweise
bedeutet, zwischen russischen und ungarischen Geschichte spielt hier überhaupt keine Rolle. Ich möchte also fragen, wenn dieser Konflikt in der Ukraine ein Bestandteil des globalen Wettkampfes der Welt, der Großmächten bezeichnet, in welche Rolle soll hier endlich darin Ungarn spielen? Und die zweite Sache, gibt es überhaupt eine innerungarische Diskussion, ob dieser Vorgang richtig ist, ob die Opposition ihre Stimmen erhebt, die sagen möchte, dass es anders ist und dass die historischen Parallelen anders lauten? Ich werde versuchen, das kurz zu beantworten. Ich fange dann mit dem zweiten Teil an, weil das ist da ganz einfach zu beantworten. Der Krieg in Ukraine hat sich nett eingeschrieben in die schon vorgegebene Spaltungen ungarischen politischer Kulturen. Und dadurch ist es natürlich, in Ungarn gab es ja Wahlen im April 2022. Also dadurch haben alle politischen Akteure gleich sich in einer Situation gefunden, wo sie Stellung beziehen mussten. Und das ist dann auch gleich entstanden, und so hat sich dann auch in den im vergangenen Jahr die Geschichte weiter ausgespielt. In Ungarn war ja Thema fast Nummer eins der letzten Wochen vor den Wahlen 2022 die Behauptung der Seite der Regierung, eine Unterstützung an Ukraine, die deutsche oder sogar polnische Muster folgen würde, würde der Krieg und ungarische Teilnahme im Krieg wahrscheinlicher machen oder mindestens zu ungarischen Opfern, also minderheitliche ungarische Opfer, die in Ukraine leben, das Leben kosten. Wären natürlich die frühere und auch heutige Oppositionsparteien, sowohl rechts volksparteiische als auch linke oder zentristische liberale Parteien, immer behaupteten, dass hier ein imperialistischer Angriffskrieg sich abspielt, wo endlich das kollektive Westen sich so benimmt, als das schon 1956 hätte geschehen müssen. Und gerade deshalb ist es jetzt, das darf es jetzt nicht eine Frage werden, wie Ungarn da reagieren muss. Und das wurde dann auch symbolisch dargestellt durch etliche Besuche Oppositionspolitiker in Ukraine im vergangenen Jahr. Aus der Sichtpunkt der Regierung, und ich beantworte damit auch die erste Hälfte der Frage, geht es vor allem darum, diese meiner Meinung nach teilweise aus Amerika, also aus den Vereinigten Staaten stammende Kulturkampfdiskurs, der aber uns auch aus Israel bekannt ist und Polen und so weiter und so weiter, sich natürlich aber in Ungarn in einer bestimmten spezifischen politischen Situation entfaltet. Also auf einer Seite wird das definiert, steht Souveränität, eine Art von nationalen Selbstbewahrenswille und kulturellen Selbstbewahrenswille, während an anderer Seite Imperialismus in neuen Kleider, also kosmopolitischer Liberalismus etc., diese konservativen Muster, kultur- und politische Muster entgegensteht. Und Russland wurde, ich würde mal sagen, in den vergangenen 10, 12 Jahren immer mehr als ein Fahnenträger für diese Art von konservative, souveränitätsfreundliche, ich sage mal westfälische Betrachtung der internationalen Beziehungen und auch innenpolitische Strukturen dargestellt. Immer mehr, immer mehr. Und dadurch wurde eigentlich schon diese Reinterpretation der Krieg in Ukraine vorbereitet. Also es kam nicht aus dem Nichts, aber das konnte dann gleich aktiviert werden. Also dieser Muster von
an der einen Seite stehen die, die Souveränität, die politische, kulturelle Erbe einer politischen Kollektivität aufbewahren möchten, und an der anderen Seite, die das alles so in irgendeine Weltbürgertumssuppe auflösen würden. Děkuji. Pan Romšič hovořil o tom, že vlastně Schütz sprach darüber, dass die ungarischen politischen Kräfte, die ihre Haltung definieren mussten. Und zwar sehr früh in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, in Bezug darauf, dass es ja Wahlen gab. Bei uns stehen ja die Wahlen vor der Tür, hier in der Tschechischen Republik. Und das möchte ich jetzt Ihre Frage stellen. Ist hier die Erinnerungskultur jetzt in den Vorwahlmonaten? Sieht man hier irgendwelche Trennungslinien, die den ungarischen Trennungslinien vielleicht ähnlich sind? Nein. Polsko. Je tím míněno Polsko, ne Česká republika. Also ganz sicherlich ist es so, dass der Krieg in der Ukraine in dem Wahlkampf präsent ist. Allerdings herrscht ein erstaunlicher Konsens in Bezug auf die polnische Haltung zur Ukraine und zum Krieg in der Ukraine. Und es werden hier im Prinzip ganz wenige Wahlkämpfe in diesem Themenbereich durchgeführt. Also der Wahlkampf verläuft aktuell eher entlang Fragen wie, wie soll der polnische Sozialstaat gestaltet werden, also ist nicht Zuzahlungen für Familien und so weiter. Wie soll die polnische Rechtsstaatlichkeit bewahrt werden? Das ist eine unglaublich wichtige Frage, die den Wahlkampf auch dominiert, also in Bezug auf das Verfassungsgericht, das höchste Gericht und andere Institutionen, während sich alle mehr oder weniger einig sind, mit Ausnahme, und da kommen wir jetzt vielleicht zu einem Punkt, der jetzt eine Änderung mit sich bringt, mit Ausnahme der extremen Rechten. Das ist tatsächlich, es gibt eine extrem rechte Partei, also Far Right würde man auf Englisch sagen, nennt sich Konfederacja. Die war bis vor kurzem ein relativ geringer Spieler auf dem politischen Markt, war immer präsent, mal so um die 5%-Hürde, mal drin, mal draußen, war sehr präsent im Internet, sehr präsent unter vor allem jungen Männern, hat große sogenannte Unabhängigkeitsmärsche rund um den nationalen Feiertag am 11. November organisiert. Aber diese Partei war vor allem als eine außerparlamentarische Macht zu betrachten. Nun ist es so, dass sie in den letzten Umfragen sehr viel gewonnen hat. Also die Wahlen sind noch nicht da und das sind nur Umfragen. Aber würden die Wahlen nächsten Sonntag stattfinden, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die aktuell regierende PiS-Partei sie gewinnen, also das ist relativ sicher, als stärkste Macht. Und als zweitstärkste Macht dann die aktuelle Opposition, aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Möglichkeit, eine eigene Regierung zu bilden. Und als drittstärkste Macht käme dann die Konfederacja mit aktuell so um 11% Zustimmung. Das würde dazu führen, dass wir, falls die Wahlen nächsten Sonntag stattfinden würden, eine Regierung hätten mit PiS und Konfederacja. Und das ist aus meiner Sicht eine Horrorvorstellung. Also es wäre eine Regierung aus Recht und Extremrecht. Und diese Extremrechten, das sind gerade diejenigen, die eben auf die polnisch-ukrainische Feindschaft verweisen, die immer wieder dieses Wołyń-Massaker von 1943, als die ukrainischen Einheiten die polnische Bevölkerung töteten, in Erinnerung bringen. Das sind diejenigen, die an die UPA-Kollaboration mit der NS-Macht erinnern. Und das sind auch letzten Endes diejenigen, die daran erinnern, dass die sag ich mal, heutige Westukraine
vor dem Krieg, also Lviv zum Beispiel war eine polnische Stadt vor dem Krieg. Ja? Das hat sich dann in Bezug, als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges geändert. Wurde in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich hinterfragt, außer eben dieser extrem rechten Kräfte. Und das ist tatsächlich, also diese extrem Rechten spielen mit der Geschichte, diese historischen Narrative sind für manche Teile der Wählerschaft, vor allem jung und männlich, sehr attraktiv. Und ich sehe das momentan als eine sehr, sehr große Gefahr, auch im Hinblick auf die polnische Demokratie und die polnische Rechtsstaatlichkeit. Ich kann nur die Daumen drücken, dass die Wahlergebnisse dann anders ausgehen werden, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sollte es so eine Regierung geben, dass dann eben diese historischen Themen wieder hochgefahren werden und wie es hier bereits im Kontext von Ungarn gesagt wurde, sie werden dann in Bezug auf aktuelle Interessenskonflikten einfach hochgefahren und aktiviert. Obwohl es in vielen Bereichen eigentlich schon einen Konsens gab und ich hätte noch vor 10 Jahren nicht geglaubt, dass dieser Konsens hinterfragt werden könnte. Děkuji za tohle velmi zajímavé vysvětlení tedy těch souvislostí aktuální polské debaty. Pane Maroši, jako mě velmi zaujalo to, že jste říkal, že vlastně Slovensko z pochopitelných důvodů sdílené historie. Ja, aus verständlichen Gründen der geteilten Erfahrung, das haben Sie schon vorher ausgeführt. So, vielleicht noch eine kurze Wiederholung. Herr Marusiak, was fand ich interessant, was Sie erwähnt haben in der öffentlichen Debatte in der Slowakei, was am häufigsten vorkommt, sind die endlichen Daten aus verständlichen Gründen der geteilten Geschichte wie in Tschechien. Jedoch, wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, dann sieht es so aus, dass die slowakische Öffentlichkeit ganz andere Schlussfolgerungen von den historischen Erfahrungen abgeleitet hat, weil die slowakische Unterstützung der Ukraine ist nach Umfragen deutlich niedriger wie in Tschechien. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich weiß es nicht, ob es hier einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Vielleicht liegt es an dem geschichtlichen Ansatz in der Slowakei und auch diese Erinnerung an das kommunistische Regime und all das, was nach der sowjetischen Okkupation 1968 zustande gekommen ist, unterscheidet sich in der Slowakei von der Erinnerungskultur in Tschechien. In der Tat, ein großer Teil der slowakischen Gesellschaft wertet die 70er, 80er Jahre als quasi die besten Zeiträume in der slowakischen Geschichte. Vielleicht steht es im Zusammenhang mit dem Föderalismus, mit dem Nachlauf der kommunistischen Form der industriellen Modernisierung des Landes. Diese fand damals statt und hat gewisse positive Ergebnisse mit sich gebracht. Verbesserung des Lebensstandards und das dauerte mindestens bis zu der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und wahrscheinlich, was war eigentlich auch vom Gewicht, war der Kontext der sehr schmerzhaften Transformation in den 90er Jahren und dann später, was die Slowakei erlebt hat, war ein Schock. Deutlich größer verglichen mit der tschechischen Gesellschaft, zum Beispiel was die Arbeitslosigkeit anbelangt oder aber die Bedürfnisse, die Wirtschaft ganz tiefgreifend umzustrukturieren mit all den sozialen Folgen. Und an der Stelle muss gesagt werden, auch in diesem Kontext mit der Transformation, auch die Kräfte, die bemüht waren, sich als Bestandteil der tieferen historischen Traditionen zu definieren. Zum Beispiel, die haben auf
Angriffe der Dissidententradition gebaut und dadurch wurden sie marginalisiert. Also in der Slowakei gibt es kaum jemanden, der diese Erinnerungskultur weiter verbreiten könnte. Es ist eingeschränkt. Es betrifft wirklich einen sehr engen Kreis von Intellektuellen. Und was die Ukraine anbelangt, was die Haltung zu der Ukraine angeht, in der ersten Linie Ukraine im breiteren slowakischen Bewusstsein gab es eigentlich nicht. Das erste Mal hat man 2014 mehr über die Ukraine gesprochen und erst danach hat die Slowakei das im intensiveren Kontext erlebt, als die Gastarbeiter aus der Ukraine zu uns gekommen sind und ein Wecker war erst der jetzt herrschende Krieg. Das heißt, diese symbolische Geografie der Slowakei war Osteuropas, das hat Russland symbolisiert und für die manchen begann Russland hinter der Grenze in Tscherna und in Wischne Niemeckie, auch wenn es die Ukraine schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Ich bin der Auffassung, dass die Haltung gegenüber der Ukraine mehr im Zusammenhang steht, nicht so sehr mit dem Jahre 1968, nicht so sehr. Es hat eher den Zusammenhang mit dem Phänomen der Proteste gegen der jetzigen regierenden Koalition, beziehungsweise das ist die Frustration aus der stattgefundenen Transformation. Und zwar, das hat bis 2007, 2008 gedauert bis zu der großen Wirtschaftskrise und bis zu der Zeit gab es in der slowakischen Gesellschaft einen pro-westlichen und liberalen Optimismus mit dem Glauben, dass wirklich im Rahmen der europäischen Integration es gelingen wird, auch das Wirtschaftliche, das Materielle aufzuholen. Jedoch dann später hat sich herausgestellt, dass die Wachstumsmöglichkeiten schon erschöpft sind. Und zum Wort kommen die Generationen, die das Gefühl haben, dass die letzten 30 Jahre man de facto verschwendet, verloren hat. Meiner Meinung nach, damit steht es im Zusammenhang und vielleicht ist es konkret auch die Unzufriedenheit mit der regierenden Garnitur, mit der Regierung, die es seit 2020 gibt. Und die Ukraine, auch nach den Meinungsumfragen, ist in der Hierarchie der Probleme, sagen wir, jetzt weiß ich nicht an welcher Stelle, jedoch vor allem die Bevölkerung ist unzufrieden und es liegt an der mangelhaften Kompetenz dieser Regierung, Mangel an Kultur, Unfähigkeit zu regieren. Daran liegt es. Und damit steht im Zusammenhang auch das katastrophale Management während der Coronavirus-Pandemie. Das war wirklich katastrophal. Und dann die folgenden Krisen, vor allem die Energiekrise, die danach gekommen ist und insbesondere, wie unheimlich arrogant die Regierung auftritt. Und das betrifft alle, die sich kritisch gegenüber der Regierung äußern. Und auch das mit dem Impfen, das war auch so ein Phänomen und das ist auch zu einem Punkt geworden. Und es wurde vom Teil der Gesellschaft so wahrgenommen, dass so die Frustration einfach gelüftet werden kann und dass die extrem unpopuläre Regierung so bestraft werden kann. Es hat sich herausgestellt, zu den Krisenzeiten ist es wirklich erforderlich, eine Regierung zu haben, die eine Politik betreibt, die die Gesellschaft miteinander verbindet und nicht voneinander trennt. Und das steht im Zusammenhang auch mit den persönlichen Präferenzen einiger Regierungsmitglieder. Jedoch insgesamt, der politische Stil hat wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass die gegenukrainische Stimmungen
in der Slowakei akzeleriert haben. Nicht gleich nach dem Kriegsbeginn. Damals gab es eine große Aufregung in der Zivilgesellschaft. Es gab viele spontane Initiativen, viele, die freiwillig und ehrenamtlich der Ukraine geholfen haben, Hilfe organisiert haben oder vor Ort geholfen haben. In der unmittelbaren Umgebung habe ich das selbst gesehen. Es waren nicht immer formelle Strukturen, Organisationen, aber manchmal waren das einfach die Initiativen von normalen Menschen, die an der Grenze die Flüchtlinge abgeholt haben. Und auch danach Management der Flüchtlingspolitik. Auch das hat zu der Enttäuschung oder Empörung bei den Menschen gesorgt. Zum Beispiel die Regierung hat für die Verpflegung der Flüchtlinge an der Grenze übernommen. Und es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so effizient funktioniert. Und die Aufträge, zum Beispiel an der Grenze Wischne, Niemetzke, Michalowce und so weiter, das heißt viele Kilometer von der Grenze erwähnt. Diese Aufträge haben die Gesellschaften, die Unternehmen gewonnen, die nahe zu der Regierung standen und diejenigen, die wirklich und nicht diejenigen, die effizient vor Ort den Flüchtlingen helfen konnten. Das hat sich auch ausgewirkt und das wird auch von der jetzigen Opposition genutzt. Es werden diese Momente von der Opposition genutzt, dass es weniger Enthusiasmus kommt und sie kommen mit der Behauptung, die Regierung kümmert sich ja nur um die Ukraine und nicht um die Slowaken, nicht um die einheimische Bevölkerung. Und all das sind Faktoren, die sich im Bereich der anti-ukrainischen Stimmungen auswirken. Aber es sind nicht ausgesprochen gegen ukrainische Stimmungen. Eher wird die Unzufriedenheit ventiliert. Und auch wir haben vor der Wahl, auch in der Slowakei steht die Wahl an. Und es ist ja interessant, dass bis auf Weiteres in diesen Monaten, seit es bekannt ist, dass es vorgezogene Wahl geben wird, hat man keine historischen Themen aufgetischt. Und ich glaube, diese Frage wird spätestens im Mai, also am 8. 9. Mai, auf den Tisch kommen. Und am 29. August, Jahrestag des slowakischen Nationalaufstandes, und dann am 21. August, dazu würde ich sagen, so wie die Vergangenheit von der Opposition thematisiert, als Beispiel die Partei Smer in den Meinungsumfragen auf dem Platz Nummer 1. Und der Vorsitzende dieser Partei wiederholt es und behauptet, dass die Freiheit in die Slowakei aus dem Osten gekommen ist. Das ist etwas, was er sehr häufig behauptet. In unterschiedlichen Varianten wird das anlässlich unterschiedlicher Jahrestage immer wieder wiederholt. Und auf der anderen Seite gibt es auch radikalere Darsteller dieser Partei. Luboš Blaha, der stellvertretende Vorsitzende, und noch vor dem Krieg hat er zum Beispiel die Schlacht bei Stalingrad so ausgelegt, dass es der Krieg vom Westen gegen Slawen war. Und es geht einfach so weit zu solchen extremen Auslegungen und zu einer solchen gegenwestlichen Rhetorik. Ich glaube, paradoxerweise ist Smer dabei eine politische Partei, die sich gleichzeitig auch zum Vermächtnis von Alexander Dubček meldet. Das heißt, das ist so wie im Supermarkt. Die bedienen sich damit, was ihnen gerade gefällt und sprechen auch diese nostalgischen Wähler, die die guten kommunistischen Zeiten in der Erinnerung haben, an. Und auf der anderen Seite haben sie vor,
vor allem sich im Verhältnis zu der westlichen Sozialdemokratie zu profilieren. Sie kommen mit der Tradition von Alexander Dubček, aber der stellvertretende Vorsitzende Blaha ist der Einzige, der dort die ideologischen Fragen behandelt. Und er behauptet, dass diese Tradition von Dubček, von Guszák nicht voneinander getrennt werden kann, sondern im Gegenteil, das muss miteinander verknüpft werden. Und aus der Sicht der meisten Leute in diesem Saal ist es bizarr, eine solche Behauptung. Aber so sieht es bei der stärksten politischen Partei momentan in der Slowakei aus. Vielen herzlichen Dank. Danke für den detaillierten Einblick in die slowakische Debatte und auch in den Raum hinter den Kulissen. Und ich glaube, genau sollten wir die innerdeutsche Debatte betrachten. Ich selbst verfolge natürlich viel intensiver die innerdeutsche Debatte, gerade in den Parallelen, historischen Parallelen aus der deutschen Erfahrung. Was können wir daraus entnehmen, gerade in Bezug auf die Invasion in der Ukraine? Gerade das, was in den letzten Monaten zu hören war, nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine, hat natürlich der Zweite Weltkrieg an der damaligen Zivilbevölkerung unwahrscheinliches, unvorstellbares Leid verursacht. Und deshalb muss Deutschland eben mehr und intensiver sich engagieren, mehr wir helfen als andere Länder. Wie stark ist dieses Element Ihrer Meinung nach? Noch eine Frage möchte ich hinzufügen. Ein Teil der deutschen Öffentlichkeit aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs schöpfend und des nationalsozialistischen Regimes, so verlangt dieser Teil, dass Deutschland niemals mehr an einem Krieg beteiligt wird und ist, und so sollte es überhaupt auch nicht in der Ukraine aktiv werden. Und der andere Teil wiederum ist der Meinung, dass es verpflichtet ist, Deutschland ist verpflichtet zu helfen. Also diese gegenläufigen Tendenzen kämpfen in der Öffentlichkeit und damit kämpft die Öffentlichkeit. Wir haben tatsächlich in der deutschen Diskussion manchmal den Fall gehabt, dass man darüber gestolpert ist, wenn die historische Analogie genutzt wurde, um eine Nicht-Unterstützung der Ukraine aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges abzuleiten. Und es gab Gott sei Dank dann auch immer den Aufschrei dagegen, zu sagen, dass es eigentlich gerade die Verantwortung Deutschlands ist, sich für die Ukraine zu engagieren, die Ukraine zu unterstützen bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Und das ist, würde ich argumentieren, auch die dominante Lesart, die sich durchgesetzt hat. Wir haben ganz erstaunliche Entwicklungen gesehen, auch in der Parteienlandschaft. Als Beispiel die Grüne Partei, sehr stark verwurzelt in der Friedensbewegung, mit einer sehr ausgeprägten Skepsis gegenüber militärischer Gewalt. Die Partei hat jetzt führende Stimmen, die wirklich die starke Unterstützung, starke Waffenlieferungen und so weiter befürworten. Also man hat hier sehr viel Bewegung gesehen im letzten Jahr. Ich würde vielleicht gerne auch Bezug nehmen auf die Statements meiner Mitpanelisten, weil das wirklich gut passt. Was ich hier so mitnehme als die generelle Erkenntnis ist, dass eigentlich in allen Staaten Politik oftmals sehr selbstreferenziell bewertet wird. Also das, was aktuell passiert, Krieg in der Ukraine, dass das immer aus dem nationalen Prisma betrachtet wird und die Art und Weise, wie wir über diesen Krieg denken in der Gesellschaft, hat sehr viel mit ganz anderen Themen zu tun, die dann eben hier Ausdruck finden. Und das sieht man auch in der deutschen Diskussion, diese Selbstreferenzialität, dass die Sicherheitspolitik eben oftmals, wenn man jetzt zurückschaut auf die letzten 30 Jahre beispielsweise, nach gesellschaftlichen Befindlichkeiten strukturiert worden ist und nicht nach dem, was objektiv angesichts der Gegebenheiten der Welt notwendig wäre. Und diese gesellschaftliche Befindlichkeit würde ich jetzt mal zuspitzen auf ein Fehlen eines Bedrohungsgefühls, was eine sehr schöne Sache ist, wenn sich Gesellschaften sehr sicher fühlen, wenn sie sich Umfragen anschauen aus der deutschen Öffentlichkeit vor dem Februar 2022, dann werden sie feststellen, dass sich die Deutschen über sehr viele Dinge Sorgen machen, aber Krieg, die Sicherheit, das physische Überleben des Staates, also alles, was mit Verteidigung zu tun hat, das war irgendwo unter ferner Liefen. Das war einfach nicht im Bewusstsein der Menschen so tief verankert. Und es gibt vielleicht manche, die dieser Sehnsucht nachhängen, man könne
den Umgang mit dem Krieg irgendwie vermeiden, indem man verdrängt oder indem man einen Waffenstillstand fordert, auch wenn das überhaupt nicht auf dem Tisch liegt, objektiv. Und diese vielleicht Sehnsucht danach, sich nicht befassen zu müssen mit diesen schwierigen Dingen, ist in einem Teil der Gesellschaft, die verfängt in einem Teil der Gesellschaft. Also insofern haben wir auch heute zwar so ein Erwachen in der deutschen Diskussion, dass mehr Realismus einkehrt, auch der Verweis auf die Appeasement-Politik, dass Deutschland vielleicht in gewisser Weise auch dazu beigetragen hat, Appeasement-Politik gegenüber Russland zu betreiben. Auch das ist ein Motiv, das in der Diskussion jetzt immer und immer wieder präsent wird. Und es erklärt vielleicht auch, warum man vor dem Februar 2022 die Gefahr, in der die Ukraine sich befand, nicht wirklich akzeptiert hat oder nicht wirklich so gesehen hat, wie sie war. Also nur als Beispiel, 2014 begann der Krieg, absolut. Aber das war im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit nicht verankert. Das war nicht präsent. Der Schock kam im Februar 2022. Der kam nicht 2014. Um es zu illustrieren, wir hatten 2014 beispielsweise einen öffentlichen Aufruf von Intellektuellen, die nach der Annexion der Krim und beim laufenden Krieg in der Ostukraine einen öffentlichen Brief formuliert haben, mit der Überschrift "Nie wieder Krieg in Europa, nicht in unserem Namen", obwohl längst Krieg in Europa herrschte, weil das, was im Osten der Ukraine passiert ist mit der Annexion der Krim, das ist Krieg. Also man hat in einem Teil der Bevölkerung, und ich würde sagen in einem sehr weiten Teil der deutschen Öffentlichkeit, das sehr lange einfach nicht gesehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, weil man selbst diese Bedrohungsperzeption, wie sie beispielsweise in Polen existiert, wie sie im Baltikum existiert, nicht aus der eigenen Erfahrung teilt. Und das ist vielleicht dann auch der Schlüssel, wie man über diese selbstreferenziellen Deutungen der Gegenwart, die manchmal auch aus der nationalen Geschichte sich schlüssig nachvollziehen lassen, wie man die überwinden kann, dass es eben Empathie braucht, die Welt auch mit den Augen des anderen zu sehen. Sonst kann das europäische Projekt nicht funktionieren. Also nur, wenn man die Bedrohungslagen, die Bedrohungsgefühle der anderen auch anerkennt und auch die nationalen Besonderheiten, Befindlichkeiten der anderen mit einpreist, kann sowas wie die europäische Integration wirklich gelingen. Und das ist, glaube ich, noch, da ist viel Arbeit zu tun, das wirklich zu schaffen, dass man aus dieser nationalen Denke rauskommt und auch über die Grenzen hinausdenkt und über die eigenen Befindlichkeiten hinausdenkt. Pani Saryszowska, hast du dich dazu da? Ja, weil ich glaube, das ist ein sehr schöner Gedanke, aber das ist ein Gedanke, den wir trotz des Krieges schon sehr lange in Europa haben. Ich denke zum Beispiel an die Errichtung des Europäischen Tages zum Jahrestag des eben Hitler-Stalin-Pakts, und das ist ein Tag im August, der an eben die Geschichte der beiden Diktaturen in Europa erinnert wird, und die nach der EU-Erweiterung haben sich auch sehr viele osteuropäische Länder dafür engagiert, die westlichen Länder eben auf diesen speziellen osteuropäischen Blick sensibel zu machen. Es wurde das Europäische Haus in Brüssel errichtet. Also es wird sehr, sehr lange auf, sage ich mal, einer intellektuellen, auf einer symbolischen Ebene darüber diskutiert, durch die Errichtung von Gedenktagen, durch die Errichtung von Museen, durch intellektuelle Aufrufe und Beiträge in Feuilletons wichtiger Zeitungen, und trotzdem in der Realpolitik tut sich da wenig. Also ich habe den Eindruck, wir reden, 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 und wir haben sehr gute Ideen, aber in der Zeit, in der wir geredet haben, ist ein Krieg ausgebrochen, unmittelbar vor unserer Tür, der uns hier, also besonders Länder wie Ungarn, Polen, Slowakei, die mit der Ukraine grenzen, die uns unmittelbar, der Krieg beschäftigt uns unmittelbar und ist auch eine unmittelbare Bedrohung. Und mein Eindruck ist, die intellektuellen Debatten und die Aufrufe und die symbolische Ebene geht wahnsinnig auseinander von dem, was in der Realpolitik passiert. Und Sie sind Politikwissenschaftlerin, wie sehen Sie das? Also Entschuldigung, dass ich jetzt eine Frage stelle, aber das ist, glaube ich, etwas, das wir alle in unseren Ländern beobachten.
Ich stimme Ihnen absolut zu, wir sind nicht da. Insofern habe ich es ja als Zukunftshoffnung formuliert, dass es das bräuchte. Wir sind da überhaupt nicht. Und ich mache es nochmal an der deutschen Diskussion fest. Wir hatten jetzt zuletzt vor einigen Wochen wieder ein Manifest für den Frieden, das sehr öffentlich präsentiert und diskutiert worden ist von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, wo die Hoffnung auf einen Waffenstillstand oder die Forderung nach einem Waffenstillstand formuliert worden ist, als ob das als Option auf dem Tisch läge und Waffenlieferungen als quasi Eskalationstreiber des Konflikts definiert worden sind, was völliger Quatsch ist, denn ohne Waffenlieferungen könnte sich die Ukraine nicht länger verteidigen. Also das als einen Weg zum Frieden zu skizzieren, ist völlig verquer, aber trotzdem hat das einen, ja, ich sag mal, einen Nerv auch eines gewissen Teils der Öffentlichkeit getroffen, weil es so viel Publizität bekommen hat und auch sehr viel Zuspruch bekommen hat. Das ist ein sehr, ja, ein sehr enges Denken, wo man eigentlich versucht, mit einem nicht realistischen Vorschlag das Problem irgendwie zu den Akten zu legen, so als ob man sich das einfach wegwünschen könnte. Das gibt's. Das kann man auch nicht so leicht überwinden. Insofern braucht es öffentliche Debatten darüber, was der realistische Blick auf diesen Krieg ist, dass wir uns nicht von solchen, ja, Mythen und Wunschvorstellungen irgendwie einwickeln lassen, weil es nicht trägt. Und das ist jetzt ein Beispiel aus der deutschen Diskussion gewesen. Ich könnte noch ein anderes Beispiel nehmen, wenn Sie über die Diskussionen über die NATO, über das öffentliche Bild der NATO, NATO-Osterweiterung und Ähnliches nachdenken. In den letzten Jahren, vor Beginn dieses Krieges, kann man wirklich sagen, dass die NATO eigentlich einen ziemlich harten Stand hatte in Deutschland. Ganz erstaunlich, weil dieses Bündnis so essentiell ist für unsere Sicherheit. Aber es ist sehr en vogue, irgendwie NATO-kritisch sich zu äußern. Das geht so locker durch, dass die NATO-Osterweiterung irgendwie doch Russland geärgert hätte und dass das nicht richtig gewesen sei. Das geht so locker durch. Wenn Sie das Gegenargument machen, dass das völliger Quatsch ist, dann ist man eher Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Also diese sehr engen, oftmals sehr verqueren Diskussionen, die wir in unseren nationalen Öffentlichkeiten haben, die sind nicht weg. Wir müssen nur daran arbeiten, sie zu überwinden. Wie wir das schaffen, das ist eine gute Frage. Und das ist auch vielleicht eine Frage, die ich wieder zurückspielen würde, weil man das natürlich auch am polnischen Beispiel sehr gut sieht. Am ungarischen Beispiel, Souveränität wurde als Schlagwort genannt. Die Vorstellung, dass europäische Integration in manchen Bereichen eine Einbahnstraße ist, wo man eben beitritt, um Souveränität zu erhalten und nicht um sie abzugeben, das deckt sich auch nicht mit der deutschen Vorstellung, wo Verflechtung und Verschränkung von Souveränität ein Wert an und für sich ist. Und wie wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auch im Interesse einer funktionsfähigen Europäischen Union, das ist wirklich eine offene Frage. Ich radikalisiere ganz kurz, wenn ich darf, noch die Themen, die angesprochen wurden, mit einer. Zwar bin ich Historiker, also ich manchmal habe ich die Zeit, zum Glück auch Politologen, Kollegen zu lesen. Und Sie haben, und das hat mich dann auch fasziniert, öfters vorgeschlagen, dass sehr oft mit in der modernen, der heutigen Kommunikationsraum, öffentlichen Kommunikationsraum, es ja sehr oft die Situation sich ergibt, dass eigentlich eine Überfülle an Informationen in diesem Raum geschoben wird und dadurch Leute nicht so sehr überzeugt, als eher passiviert, desorientiert etc. Und so einigermaßen aus der politischen Diskussion rausgenommen werden oder ein Bedarf an Führung in vielen entsteht, weil da sonst man die Welt ja überhaupt nicht verstehen kann. Und diese Nivellierung ist, ich glaube, auch eine mögliche und für viele Akteure akzeptable Endpunkt über Ukraine, also Diskussionen über den Krieg in Ukraine. Und auch in dem ungarischen Beispiel kann man da sich ansehen. Ich habe ja über geschichtliche Muster gesprochen, aber es gibt ja natürlich nicht nur Parallele mit der Geschichte oder mit diesen größeren philosophischen Angehensweisen an die heutige Lage in der Weltpolitik, sondern auch eine Fülle an Publikationen, an nicht so an sich nicht einflussreiche Persönlichkeiten, die sich zu diesen Themen äußern und auch
politische Akteure können ja mehrere Positionen einnehmen, wie zum Beispiel auch von der Regierungsseite, die ja eine Seite sagen, wir haben ja 10 Sanktionspakete schon in der EU angenommen oder da nicht ein Veto hervorgelegt. Natürlich haben wir dann ein paar für die nationale Interesse kritische Sachen verteidigen müssen, aber so im groben Ganzen, wir sind doch Mitspieler in Europa. Und in dem technischen Sinne ist es auch dann ganz klar, und das kann man dann auch verknüpfen mit einem Diskurs über Kultur, Werte etc., Souveränität, wo man aber sich dann auch Europa als, eigentlich ein Threat, Bedrohung, ja, Entschuldigung, eine Bedrohung darstellt. Russland kann Routine als Aggressor genannt werden, aber dann auch irgendwie als ein Opfer einer größeren strukturellen Formation wieder dann repräsentiert werden. Also manchmal frage ich mich tatsächlich, ob diese Art von Überfüllung des öffentlichen Raumes mit manchmal gegensätzlichen Informationen nicht auch strategisch gesehen für viele, ich sage mal, Teilnehmer an dieser Diskussionen akzeptabel ist und dadurch, ich meine dann auch aber russische Informationspolitik im Ausland, die wahrscheinlich nicht unbedingt überzeugen, sondern auch einfach nur verwirren möchte. Das haben wir schon mit Covid gesehen, mit Europaskeptizismus etc. etc. Darf ich ein Wort ergänzen? Informationspolitik, das ist ja eigentlich viel zu nett. Das, was Russland macht, ist Informationskrieg, weil Information als Waffe eingesetzt wird. Und auch das muss man erst verstehen in den nationalen Gesellschaften, wo das dann auf fruchtbaren Boden fällt. Das ist nicht einfach freundliche Informations zur Verfügungstellung, sondern es ist eine Art der Kriegsführung in hybrider Art und Weise. Ja, Politik ist ja die Vorsetzung. Nee, der Krieg ist die Vorsetzung der Politik. Das kann man auch umkehren. Wenn wir über die Kommunikation sprechen, dann ich glaube mindestens in einigen Ländern und mindestens in der Slowakei, aber ich glaube auch in Deutschland, im Grunde genommen die politischen Eliten, welche die Ukraine unterstützen, meistern diese Kommunikation häufig nicht. In welchem Sinne? Und zwar auch der Patriotismus ist weg. Sie konnten es nicht beibringen, dass die gewährte Hilfe an die Ukraine, obwohl ich befürchte, dass diese Hilfe nicht ausreichend ist und dass wir ihnen helfen, aber in der ersten Linie wird uns selbst geholfen. Das heißt, das tun wir nicht nur, weil wir gewisse Interessen vertreten, dass wir im Rahmen der NATO, im Rahmen der EU gewisse Interessen vertreten und die Gegner der Ukraine möchten gerne diese zwei Strukturen wie folgt bezeichnen. Zwar ist Slowakei formell ein Mitglied, aber es sind fremde Strukturen, die es woanders gibt, die sich ganz außerhalb befinden. Aber das tun wir im eigenen Interesse, dass wir helfen, im Interesse unserer Länder. Das darf uns nicht weggenommen werden, weil im Gegenteil diese anti-ukrainischen Stimmungen oder aber die Stimmungen Appeasement, wie das Frau Kollegin genannt hat, diese werden auf jeden Fall steigern. Und diejenigen, die sagen, man wünscht sich Frieden, dürfen auch nicht angefochten werden, weil Frieden gehört zu den grundlegenden menschlichen Sehnsüchten und Ansprüchen. Da muss man sehr sensibel argumentieren, und zwar, was sind unsere grundlegenden Bedürfnisse und Interessen. Ich bedanke mich bei unserem Podiumsteilnehmern. Ich eröffne die Diskussion hier für Sie aus dem Publikum. Ich habe schon 3 Wortmeldungen gesehen. An der Stelle eine Bitte, sich kurz vorzustellen und eventuell zu sagen, an wen von den Panelisten ist diese Frage gerichtet.
Der Herr hier in der ersten Reihe. Marek Petzival, Deutsche Welle, Polenredaktion. Zunächst kleine Anmerkung an Herrn Maruszak. Du hast Fico zitiert, der die Freiheit komme vom Osten. Ich glaube, man sollte den Fico erinnern, dass wenn nicht die Konvois, die nach Archangelsk und Murmansk vom Westen gekommen wären, vielleicht würde die Geschichte anders laufen. Die andere Frage, oder eine Frage an alle war eigentlich, der Krieg hat uns vor Augen gestellt, dass die Welt anders denkt als der Westen, als wir in Europa, als die Amerikaner, dass die Mehrheit der Länder in Afrika, in Südamerika, in Asien eher Russland unterstützt als Ukraine. Man hat einfach an diese Weltteile in Europa, in Amerika über Jahrzehnte vergessen. Die Frage ist, ob sich in Ihren Ländern, vor allem in Deutschland, aber vielleicht auch in Ihren drei Ländern etwas ändern wird. In diesem Kontext kommt mir eine Erinnerung vor etwa 15 Jahren, als die griechische Krise ausgebrochen ist, hat der reichste Mann Polens, damals Kulczyk, gesagt, man soll diese Gelder für Griechenland eher nach Afrika schicken. Er selbst hat dort investiert. Man wird viel mehr erreichen. War das der Fehler, dass man Griechenland geholfen hat und nicht Afrika? Danke sehr. Možná poprosím primárně paní Greutl. Vielleicht geht die Bitte primär an Frau Greutl. Dass beim Umgang mit Russlands Krieg in der Ukraine der Westen gegen den Rest der Welt steht, der ist tatsächlich richtig. Wir haben bei Abstimmungen in den Vereinten Nationen das erlebt, dass sich viele auch enthalten. Auch wenn es keine Mehrheit ist natürlich, die Mehrheit verurteilt diesen Krieg. Aber es gibt doch eine Passivität. Manche enthalten sich aus Opportunismus. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Indien. Indien ist abhängig auch von Rüstungsgütern aus Russland, bezieht Ressourcen aus Russland, also betreibt da durchaus auch eigene Interessenpolitik. Ich würde tatsächlich, ob man das vernachlässigt hat, was der Rest der Welt denkt, ich weiß nicht, die Aufmerksamkeitsspanne, das politische Kapital, das man zur Verfügung hat, das ist immer begrenzt. Und natürlich kann man sagen, dieser Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, das ist kein Präzedenzfall. Wenn man die Welt betrachtet, gab es in der Geschichte, auch der jüngeren Geschichte, sehr viele Kriege, die uns tatsächlich auch in Europa nicht wirklich umgetrieben haben. Das war weit genug weg, dass man darüber hinwegsehen konnte, sich nicht damit beschäftigen musste. Und das ist eine Erfahrung, die von anderen Weltregionen aus jetzt auch auf die Ukraine zutrifft, dass es halt weit weg ist, man eher die Auswirkungen für das eigene Land sieht, wenn Lebensmittelpreise steigen und Ähnliches. Ich glaube schon, dass man sich auch bemüht in der westlichen Welt um Staaten jenseits dieser westlichen Welt, aber man muss es auf jeden Fall noch intensivieren. Und das sehen wir doch, wenn man jetzt auf die deutsche Politik guckt, sehr explizit, dass hier versucht wird, eben diese Bande zu knüpfen, sehr viel stärker ins Gespräch zu kommen, beispielsweise auch mit Indien, um auszuloten, wie man doch auf einen gemeinsamen Nenner kommt und gemeinsame Interessen formulieren kann. Also dann hatten wir eine Frage von dem Herrn in der dritten Reihe, dann von Ihnen. Ja. Rauchenberg-Institut für den Donauraum Mitteleuropa aus Österreich. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben überhaupt nicht, nämlich alle Kriegsverbrechen thematisiert. Es ist ja nicht nur ein Krieg an der Front in der Ukraine, sondern es geschehen ja leider furchtbare Kriegsverbrechen, Kindesentführungen, Folterungen etc. etc. Butscha, Irpin und so weiter. Nicht? Ich glaube, das ist nicht unwesentlich und die kämpfen ja um ihre Souveränität, das heißt, dass sie überhaupt weiter existieren als Ukrainer. Das wird ja abgestritten von Putin nicht zuletzt und zwar im Essay schon, auch davor, beim Essay 2021, im Juli 2021, wo er da auch geschrieben hat oder gesagt hat, dass die Situation von 1989, 90 wiederherzustellen ist. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht ja dann in weiterer Folge auch nicht nur um die baltischen Staaten oder nur um Polen, sondern das geht bis hierher, nicht? Danke.
Ich frage nach, möchten Sie gerne darauf reagieren? Möchten Sie auf diese Frage reagieren? Wissen Sie, ich stimme zu. In der Tat, Sie haben recht. Ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass die Kriege in den letzten 20 oder wie vielen Jahren, die in den Medien tagtäglich präsent sind, haben einfach die Aufmerksamkeit der Menschen entschärft. Und von den Menschen wird das dann gar nicht so richtig gehört. Man schaltet automatisch aus. Und als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, dann am Anfang war das das Thema Nummer eins. Auch in den Medien stand es zuerst im Vordergrund, dann im Hintergrund. Und das haben wir, ich glaube, Sie können auch aus Österreich diese mitteleuropäische Erfahrung bestätigen. Damals in den 90er Jahren, Krieg im ehemaligen Jugoslawien und dann nach ein paar Monaten oder quasi nach einem Jahr die Kriegsereignisse, abgesehen davon, welche Verbrechen dort verübt worden sind, verschwand aus den ersten Seiten der Zeitungen und ist quasi zum Bestandteil unserer Alltagsroutine geworden. Vielen Dank, die Dame in der vierten Reihe. Niemzowa, stellvertretende Präsidentin der Union Christ und die Arbeit. Ich werde mich kurz fassen, weil die Zeit vergeht unheimlich schnell. Meine erste Frage betrifft den Krieg in der Ukraine. Während der Diskussionen und in Bezug auf den künftigen Frieden in der Ukraine dürfen die sozialen Fragen nicht in die Vergessenheit geraten. Die Fragen, die auch im Zusammenhang mit den innenpolitischen Situationen stehen. Zum Beispiel, ich bin Seniorin, es sind die Fragen des Altwerdens der Bevölkerung und die soziale Fürsorge. Und wenn sie nicht behandelt werden, wenn diese sozialen Fragen vernachlässigt werden, das verschlechtert auch die politische Lage. Und dann steigt die Unterstützung der Kriege. Ich stimme dem zu. Ich bedanke mich für die äußerst offene Diskussion und auch für die Ausführungen von Herrn Marusiak. Die Europäische Seniorenunion kam mit einer Erklärung gegenüber der Europäischen Kommission. Und zwar, es darf nicht vergessen werden, dass die Menschen älter werden und dass man sich auch für die sozialen Fragen in Europa kümmern muss. Das war meine erste Frage. Und die zweite Frage betraf die Zensur. Und zwar, wie weit ist das mit der Erklärungs- oder Äußerungsfreiheit bestellt? Kann man sich wirklich ganz offen öffentlich äußern? An der Stelle eine Bitte an Herrn Rosic. Sie haben hier über die Einschränkungen im Rahmen der öffentlichen Debatte gesprochen. Haben Sie das mitbekommen? Was Sie vorher erwähnt haben, war, wie von der ungarischen Regierung die öffentliche Diskussion eingeschränkt wird. Können Sie sich dazu äußern in der jetzigen Situation? Wie kann man die Desinformationen verhindern? Ja, naja, eine Zensur gibt es in Ungarn nicht. Also darum ist es überhaupt nicht die Frage. Das wäre ja eine ganz andere Situation. Es geht über Machtverhältnisse im Informationsraum und die eine ganz interessante ein ganz interessantes Phänomen ist die ich sage mal die mehrfache die mehrfache Teilung oder die Multilevel Charakter der Informationsflusses in Ungarn. Das heißt, es gibt eine eher beschränkte Regierungskommunikation. Also offizielle Kommunikation ist eher beschränkt. Es ist, will Fragen eher ausweichen und formuliert eine pazifistische Stellung, eine mechanistisch-pazifistische Stellung. Das ist, je schneller Waffenstillstand, desto besser. Deshalb alles tun, dagegen sind alle Schritte falsch. Das resoniert natürlich ein teilweise zumindest mit russischen oder russisch inspirierten Propaganda, was
schon erwähnt wurde, über Waffenlieferungen, wie sie die Situation nur verschlechtern oder verschärfen. Aber das charakterisiert die öffentliche Ebene. Und wenn dann hart gepresst, dann wird auch dann natürlich zugegeben, dass es ein Aggressionskrieg seitens Russland ist. Es beginnt aber darunter, ich sage mal darunter, weil es ganz klar eine Machtpyramide darstellt. Ja, also es beginnt darunter eine größere Diversität und Kakophonie der Stellungnahmen, die von eher pro Neutralität, Krieg ist schlecht, also diese Art von, ich sage mal, mechanistischer Pazifismus bis zu der Reproduktion russischer Standpunkte gehen. Und das entfaltet sich durch private Television, quasi private Medien, aber natürlich sehr regierungsnah sind. Und erlauben Sie mir, dass ich jetzt mir nicht Strukturen der Medien angehe. Ich sei es dahingestellt, die sind einfach regierungsnah und das zu leugnen wäre einfach also blöd, ehrlich gesagt. Es gibt aber eine Pluralität der Medien in Ungarn. Also es kommen schon andere Betrachtungsweisen zu Lichte. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, was erreicht wen? Wie erreicht man einen? Und wenn man das betrachtet, kann man feststellen, dass eine Art von sehr fein getunte, ich sage mal, Informationsmaschine oder Disseminationsmaschine hier funktioniert. Man erreicht pensionierte, ältere Leute, vor allem mit öffentlichen Medien. Das ist eine Art von Darstellung. Man junge Leute durch soziale Medien und verschiedene Arten von Inhalte werden hergestellt. Merkwürdigerweise, und das muss dann auch man sagen, die Qualität einer Internetseite steht nicht in direktem Verhältnis mit der Popularität. Das wissen wir alle. Und ein Newsportal, also ein Nachrichtenportal, kann ziemlich, also der meistgelesene, nicht immer, aber in vielen Wochen, laut Statistiken, der meistgelesene Newsportal in Ungarn ist Origo.hu. Ehemalig liberaler Portal, übernommen von einem regierungsnahen Konzern. Es geht meistens darum, und das könnte man wahrscheinlich in Deutschland sich nicht mehr vorstellen, über Tschechien weiß ich nicht, also wirklich oben ohne Geschichte oder auch Fotos, kommt der dritte Weltkrieg. Putin erklärt seine Lösung. Ungefähr diese Art von Danebenstellung. Und das funktioniert. Und das hat natürlich damit zu tun, inwieweit Gruppen von Leuten dazu vorbereitet oder gerade nicht vorbereitet sind, mit dieser Art von Informationsfülle umzugehen. Und das ist dann, das wissen wir ja aus Amerika und auch anderswo, dass weite Schichten der Bevölkerung dazu nicht fähig sind. Wenn so eine Übermacht an Informationsdissemination entsteht, wie das in Ungarn das entstanden ist, nicht formal, muss man auch, und auch nicht durch Zensur, aber doch durch den Markt und die Manipulierung des Marktes entsteht, dann bekommen wir solche Beispiele sehr oft zu sehen, dass weite Schichten der Bevölkerung entweder passiviert werden, also ich will mich davon fernhalten, oder aber einfach, sagen wir mal, propagandistisch oder sehr propagandistisch gewortete Interpretationen der Welt als faktisch wahrnehmen.
In diesem Zusammenhang wird sehr oft von einem Informationsrauschen gesprochen. Das heißt, die Öffentlichkeit kann sich darin überhaupt nicht mehr orientieren. Herr Maroschek wollte jetzt etwas sagen. Ich glaube, das ist ein unglaublicher Faktor, wichtiger Faktor. Und zwar sehr niedrige Qualität des öffentlichen Diskurses. Diese Qualität hat damit auch zu tun, dass wir diese Fülle an Informationen haben, aber sie wird auch, wie Sie gesagt haben, es wird sehr nuanciert und sehr bewusst durchgesetzt. In Polen hat das dazu geführt, dass der öffentliche Diskurs eigentlich in zwei Lager gespaltet ist, weil die öffentlichen oder die regierungsnahen Medien, die geben den Ton an, worauf die oppositionsnahen Medien dann reagieren müssen oder reagieren wollen. Das führt dazu, dass erstens eben die regierungsnahen Medien die Themen bestimmen. Zweitens führt es zu der Polarisierung des Diskurses und dazu, dass allerlei Themen, Nuancierungen, Grautöne, die sich im Zwischenbereich befinden, dass sie ausgeblendet werden. Und die Welt ist nicht schwarz-weiß, die Welt ist grau und das sehen wir in dieser Polarisierung nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf die Frage von dem Herrn aus der Deutschen Welle. Sie haben recht. Das ist, wir sehen diesen Krieg selbstreferenziell und wir verlieren aus den Augen die globalen Krisen. Das ist in Polen extrem sichtbar, und zwar, wenn man sich die polnisch-ukrainische und die polnisch-belarussische Grenze ansieht. Wir haben die ukrainischen Flüchtlinge mit offenen Armen aufgenommen, während die Flüchtlinge aus dem globalen Süden, aus Afghanistan, aus Irak, aus Jemen, aus Eritrea, die über Belarus, und das ist natürlich auch ein Teil der russischen Politik, also die kommen ja nicht durch Zufall durch Belarus, diese werden abgeschoben, es wird eine völkerrechtswidrige Mauer an der Grenze gebaut, was die Europäische Union eigentlich gerne hinnimmt, obwohl das ja völkerrechtsmäßig gar nicht geht. Diese Menschen sterben in diesem Urwald dort und darüber wird nicht geredet, das wird ausgeblendet. Da sieht man eben diese Zusammensetzung dieser zwei Probleme an wirklich manchmal 20 Kilometer voneinander entfernt. Sehen wir diese zwei Welten und wir sehen, wie die Medien die Aufmerksamkeit einerseits auf die Ukraine lenken, weil es selbstreferenziell und politisch wichtig ist, und andererseits wird das andere aus den Augen komplett verloren, obwohl das im selben Raum stattfindet. Ich möchte nun danken für meiner Kollegin danken für ihre Worte, denn es ist tatsächlich so, dass besonders in Mitteleuropa, dass wir hier mit unseren Erkenntnissen eine starke Polarisierung forcieren. Wir haben verschiedene populistische Gremien, die das in die Gesellschaft hineingetragen haben. Aber dennoch, diese Spielregeln wurden akzeptiert in der Slowakei noch von der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als die Gesellschaft in zwei Lager getrennt war, Anti- und Pro-Mečiar-Lager. Als ob das Modell gegen den Mečiarismus mechanisch in weitere politische Konflikte übertragen wurde. Und es mündete dann in eine absolute Degradation aller Debatten. Wir landeten bei einer Schwarz-Weiß-Debatte, wo überhaupt wirklich kein Raum existiert für irgendwelche Überlegungen, Erwägungen, verschiedene Alternativen zu betrachten, war da plötzlich nicht mehr möglich. Es ist eine extreme Trennung, eine binäre Trennung,
Und die weitere Sache ist dann in den Medien selbst. Unter welchen Bedingungen arbeiten denn die Medien zurzeit? Sie müssen finanzielle Ersparnisse beachten. Sie müssen die Angestellten, die Menge betrachten. Und die Information leidet natürlich auch unter diesen Bedingungen. Und wir sehen auch, dass im Zusammenhang mit der Ukraine häufig auch inadäquate Reaktionen beobachten sind auf unserer Seite, zum Beispiel in Pressburg, Bratislava. Im Fernsehen tritt Jeffrey Sachs auf und der ist auf einer Ebene mit irgendwelchen primitiven Moderatoren dann konfrontiert und die Sendungen waren wieder gelöscht und zurückgenommen. Es ist ein primitiver Zensurakt, kann man so sagen. Auch das alles muss in Betracht gezogen werden. Sie haben sicherlich recht. Frau Kreutel, bitte ich noch um eine kurze Reaktion, ob Sie auf diese Frage reagieren möchten. Die jetzt gesagt wurden. Zunächst der Gegensatz zwischen, ich sag mal, Sozialpolitik, Klimapolitik, also allen Politikfeldern, die auch wichtig sind, und der Sicherheitspolitik. Wir sollten das nicht als Gegensatz denken, weil natürlich alles wichtig ist. Wir können nicht nur den Fokus auf die Sicherheitspolitik lenken, aber das, glaube ich, ist nicht das Problem, zumindest nicht in Deutschland, sondern wir müssen der Sicherheitspolitik den Raum einräumen, den sie benötigt. Und das ist eher die Herausforderung, die wir auch in die Zukunft gerichtet sehen. Ich würde aber ganz gern auch noch auf den Beitrag aus Österreich kurz zu sprechen kommen. Der Krieg in der Ukraine ist natürlich nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und das muss man wirklich nochmal betonen. Es ist ein Krieg um die Zukunft der Weltordnung. Russland möchte eine andere Art von europäischer Ordnung, eine andere Art von Weltordnung, in der es ein zweigeteiltes System von Souveränität gibt, absolute Souveränität für Russland mit Anspruch auf einen Herrschaftsbereich und die Verneinung von Souveränität denjenigen gegenüber, die in diesem Herrschaftsbereich leben. Das kann man nicht hinnehmen. Es ist nicht im europäischen Interesse, dem in irgendeiner Art entgegenzukommen. Insofern ist dieser Krieg, den die Ukraine gegen Russland gezwungen ist zu führen, ein Krieg, der auch uns betrifft. Und Sie haben das früher im Podium genannt. Man muss klar formulieren, dass hier unsere Interessen verteidigt werden. Also die Unterstützung der Ukraine, das ist nicht nur was Altruistisches, was sich auch aus moralischen Gründen geziemt, sondern es ist auch im ureigensten Interesse aller Europäer, dem was entgegenzusetzen, was Russland macht. Und wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Defizite, über die schlechte Diskussionskultur in manchen Bereichen, über Instrumentalisierung von Geschichte, von Erzählungen und so weiter. Das klingt so, als ob das Glas halb leer wäre. Ich würde gerne nochmal das Argument machen, eigentlich ist das Glas doch auch halb voll. Denn das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, das ist alles nicht selbstverständlich gewesen, aber es ging wirklich ein Ruck durch Europa. Dieser Schock über die russische Invasion in der Ukraine hat eine Wirkung entfaltet. Man hat eine Geschlossenheit erreichen können, die man sich vielleicht nicht vorstellen hat können. 10 Sanktionspakete, ganz weitreichender Natur gegenüber Russland. Weitreichende Unterstützung für die Ukraine bis hin zur Lieferung schwerer Waffen. Auch nochmal das deutsche Beispiel, weil ich hier geladen bin, um diese Position immer wieder einzubringen. Was im letzten Jahr passiert ist, das hätte man sich nicht vorstellen können. Man kann natürlich immer kritisieren, too little too late, und da bin ich vorne mit dabei, dieses Argument zu machen. Es braucht eine Dringlichkeit, weil die Ukraine nicht alle Zeit der Welt hat. Aber wir sollten vielleicht nicht auf so einer pessimistischen Note enden, dass irgendwie alles in die schlechte Richtung läuft, sondern wir haben auch gesehen, in der Krise kann Europa und in die Zukunft gedacht hoffentlich auch für die Freiheit in Europa und der Welt. Ich erlaube mir noch, in diesem Moment mich von Frau Kreutel zu verabschieden. Sie hat eine lange Reise vor sich, muss die Zugverbindung schaffen. Und ich danke für die letzte positive Anmerkung. Das ist wichtig für unsere Debatte, für diesen Optimismus. Ich danke auch für die Darstellung der deutschen Debatte. Ich bin sehr froh, dass Sie hier waren. Ich bitte um Applaus. Und ich erlaube mir noch 5 Minuten, diese
in der Diskussion mehr zu gewinnen. Man sieht, dass wir wirklich Gesprächsbedarf haben. Ich gebe jetzt das Wort Frau Gesine Schwan. Sie haben sich doch gemeldet. Jetzt habe ich das richtig gesehen. Ja, Mams. Ja. Aber erstmal herzlichen Dank für diese geradezu aufregende Diskussion. So habe ich sie empfunden. Zwei Punkte. Der erste. Was erreicht wen? Welche Rolle spielt, das ist jetzt nicht in 5 Minuten abzuhandeln, aber welche Rolle spielt das Verhältnis zu Amerika bei dieser Framing, bei diesem Framing? Denn Menschen werden ja nicht unbedingt erreicht bei dem, was sie positiv wollen, sondern bei dem, wo sie Ressentiments dagegen haben, wogegen sie sind. Und es ist interessant für mich, Polen ist für sowas wie Anti-Amerikanismus überhaupt nicht erreichbar, weil Wilson und die Amerikaner die Unabhängigkeit Polens nach dem Ersten Weltkrieg, das ist tief drin gegründet. Aber Slowakei ist schon ein anderer Fall, Ungarn ist auch ein anderer Fall, die mit den Achsenmächten zusammen waren. Das heißt, welche Rolle spielt in Ihrem Bewusstsein die Aversion gegen die USA als Vormacht des Westens? Ich glaube, das wird von russischem Framing sehr ausgenutzt, nicht nur in der deutschen Bevölkerung. Der zweite Punkt, ganz kurz. Ich finde, es ist ungemein wichtig, jetzt nicht zu sagen, der Westen steht auf verlorenen Posten, alle anderen sind dagegen. Die UN-Abstimmungen haben zwar keine Mehrheit für, aber immerhin deutlich mehr für die Verurteilung gebracht, als das, was Russland auf die Beine bringen konnte. Und wir müssen es lernen, vom Westen her, die einzelnen Länder sehr genau und nicht moralisierend zu betrachten. Indien könnte von außen als opportunistische Politik ansehen. Aber dass diese Länder alle ihre eigenen Interessen haben, das müssen wir ernst nehmen, damit wir nicht als arroganter Westen, der schwere Hypotheken hat in Afrika und in anderen Ländern, auftreten. Das Spiel ist gar nicht verloren. Aber es ist verloren, wenn wir so tun, als wären die alle moralisch insuffizient, weil sie den Ukraine-Krieg nicht verurteilen. Das im Einzelnen anzugehen, ich war dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben. Ich glaube, die Politik, die einzelnen Länder, Frau Grotte, jetzt zu besuchen und ernst zu nehmen und zu schauen, ist die wichtigste Politik, weil ich auch sehe, es ist ein globaler Systemkonflikt. Aber den können wir nicht gewinnen, indem wir arrogant auftreten. Und wir müssen als die Europäische Union mit den USA zusammen und auch da bei den USA differenziert sein. Wir haben Dreck am Stecken, die USA haben Dreck am Stecken, aber wir haben auch sehr wichtige Werte. Und das zu differenzieren, scheint mir sehr wichtig. Děkuji za tohle velmi důležitou podporu. Danke für diese sehr wichtige Anmerkung. Bitte nun um die Antworten auf den Anti-Amerikanismus, zum Beispiel, ob das eine Rolle in der polnischen oder ungarischen Politik spielt. Wir beginnen jetzt mit Ungarn. Wir haben circa 5 Minuten Zeit. Machen wir jede Minute. Jetzt so nach 2 Stunden. Diskussion. Okay, das war eine sehr reiche Frage, muss ich sagen. Darf ich ganz kurz darauf hinweisen, aber das nichts mit Ungarn zu, das hat in Ungarn nicht resoniert, aber ich schließe mich über die Größe, zum größten Gespräch an über die Welt. Ja, 2003, vor 20 Jahren wurde Irak unter mehr oder weniger falschem Prätext, das wissen wir heute, von einer Koalition der of the Willing, die dazu bereit waren, angegriffen. Es fand eine Invasion in Irak statt, die dann sich ein paar Jahre später entfaltete, als eigentlich auf falschen Basis gegründet. Ob das zu welch, das müssen wir, das können, das hat in Ungarn nichts besonders resoniert, muss man auch sagen. Aber was die Welt außerhalb Europa angeht, dürfen wir dann, ich glaube, das nicht unterschätzen, wenn man die Pew Research also globale Surveys sich anguckt, ist es ganz klar, dass davon sich, ich sage mal, der Prestige der Größen Westens und der USA meiner Meinung nach nicht erholt hat und dass wir dann auch instrumentalisiert seitens russischer Propaganda in der heutigen Situation nicht so sehr in Europa als ich finde außerhalb Europa. In Ungarn Anti-Amerikanismus ist eigentlich nicht vorhanden, traditionell im Sinne von Anti-Amerikanismus, ich sage mal, in einer Linkstradition aus in Westeuropa oder so etwa. Aber eine Art von antiliberale Tradition existiert ja in Ungarn, das geht auf die Zwischenkriegszeit zurück und hat sich aus der Hibernation quasi
wieder zurückgebracht nach 89. Und das wäre ja natürlich eine Art von Vergangenheitsbearbeitung, die sich jenseits von, ich sage mal, Pfeilkreuzler ausdehnt. Also wo nicht nur eng auf Nazi-Kollaboranten etc. die Vergangenheitsbewältigung zugespitzt wird, sondern eine weit breitere Auseinandersetzung mit der nicht-demokratischen Traditionen der Zwischenkriegszeit etc. auch auf den Tisch gestellt wird. Das ist nicht besonders erfolgreich gewesen in Ungarn. Und ich würde sagen, diese antiliberale Tradition, sogar mehrere antiliberale Traditionen, also eine Art von Dritte-Wegismus und Nationalkonservatismus, Jungkonservatismus, konnten synkretisch sich vereinen. Und dazu kann der heutige antiamerikanische Diskurs im Kontext des Krieges gegen die Ukraine angeknüpft werden. Also eine größere antiliberale Tradition, wo die Vereinigten Staaten dann als Fahnenträger des Liberalismus dargestellt werden kann. Paní Greutl se přihlásila, že ještě má vteřinku na to, aby nám osvětlila německou pozici. Já jí ráda předám slovo. Frau Greutl, vielen Dank. Vielleicht auch zwei Sätze zum Thema Amerika-Bild in Deutschland. Wir haben hier wirklich einen ganz großen Dualismus, ein sehr positives Amerika-Bild, sehr emotional in Westdeutschland, vor allem aus bekannten Gründen. Der Marshallplan wurde gestern diskutiert und andere Dinge. Deutschland verdankt Amerika sehr viel. Wir haben aber auch eine andere Erfahrung, und das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, die Effekte der Wendezeit, der Wiedervereinigung in ehemaligen Ostdeutschland hat man doch ein sehr anderes Amerika-Bild, und es geht nicht einfach weg über Nacht, und das wäre ein interessanter Diskussionspunkt, warum es da eine sehr ausgeprägte Amerika-Skepsis, vielleicht auch NATO-Skepsis gibt, die von der russischen Führung dann auch sehr gezielt immer wieder angesprochen wird, warum das eine ganz andere Erfahrung ist als beispielsweise in Polen und so weiter. Noch ein Punkt zur globalen Dimension. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass dass Russland keine Mehrheit hat, dass nicht eine Mehrheit der Welt auf der russischen Seite steht. Absolut, wir haben es in den Abstimmungen gesehen. Russland hat Unterstützung von Syrien, Nordkorea, Eritrea. China hat sich enthalten, auch wenn es de facto auf der russischen Seite steht. Aber wir sollen doch ernst nehmen, dass russische Erzählungen sehr wohl auf fruchtbaren Boden fallen. Und insofern auch nochmal das große Bild. Es ist eine globale Auseinandersetzung zwischen Systemen und Ordnungsvorstellungen, der man sich stellen muss, auch durch ganz aktive Politik, global gedacht, nicht nur regional begriffen. Und dann muss ich mich jetzt leider verabschieden, und es tut mir sehr leid, ich würde die Diskussion sehr gerne fortsetzen, aber ich übergebe das Mikrofon an meine Mitpanelisten. Ich danke Ihnen herzlich, hat mich gefreut, hier zu sein. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank. So, bitte. Frau Saroschowska. Und ich mache es kurz. Sie haben recht, Polen ist für anti-amerikanische Diskurse nicht wirklich zu gewinnen. Das hat sehr viele Gründe, die auch auf die weit jüngere Geschichte zu beziehen sind als nur 1918 und Wiedergewinnung der Unabhängigkeit. Polen war auch im Irak und im Afghanistan mit dabei an der Seite von Amerika. Allerdings ist Amerika nicht gleich Amerika. Das heißt, man muss, glaube ich, ganz deutlich sagen, dass sich die heutige Regierung im Weißen Haus viel lieber die Republikaner wünschen würde als die Demokraten. Und wir sollten alles differenziert betrachten, und dazu gehört auch Amerika. In der ersten Linie, Frau Gesine Schwan, haben Sie vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Auslegung der Position der dritten Länder. Danke für Ihre Meinung. Das kann nicht als Manifestieren der prorussischen Haltungen ausgelegt werden oder ihre Bemühungen um die Verselbstständigung. Wir haben, wie gesagt, eine große Hypothek in den Ländern, und USA wird in vielen Ländern genauso wahrgenommen, wie wir die ehemalige UdSSR und Russland wahrnehmen. Und zum mitteleuropäischen Anti-Amerikanismus, das resultiert aus unterschiedlichen Quellen. Das ist kein homogenes Phänomen. Einerseits knüpft es an die antiliberalen, liberalen Traditionen an.
auch wenn wir über die Erfahrung mit der Expansion von Liberalismus in den USA verfügen. Und das symbolisiert auch den Liberalismus nach der Präsidentschaftswahl. Und davor habe ich meine Befürchtungen. Auf der anderen Seite, der europäische Anti-Amerikanismus ist oder heißt es unbedingt nicht, dass es antidemokratisch ist. Es ist ein Bestandteil vom Westen, von unserer Zivilisation, und es ist das Recht, Kritik zu üben und die Welt in den breitesten Zusammenhängen wahrzunehmen. Und was spezifisch die Slowakei anbelangt, ja, wir haben eine sehr starke liberale Tradition in der Slowakei, assoziiert mit dem Jahre 1989 und auch die Zeit von vorher, Assoziierung mit den Vereinigten Staaten, und zum Teil ist es auch das Erbe nach dem kommunistischen Regime und der rechtsextremen Ideologien. Und es steht auch im Zusammenhang mit der Ablehnung der negativen Folgen der Transformation. Und zu der Expansion von Anti-Amerikanismus ist es nach 1990 gekommen. Das war die Art, wie sich die NATO, namentlich die USA, entschieden haben, die sogenannte Kosovo-Krise einzugehen. Und dann stand es im Zusammenhang mit dem Krieg im Irak. Paradoxerweise, die USA ist ein Land, und wir als Slowakei haben unmittelbar keine negative geschichtliche Erfahrung im Unterschied zu anderen benachbarten Ländern, zum Beispiel Russland, Vorgänger, die UdSSR oder aber auch Deutschland. Und gerade mit den Vereinigten Staaten von Amerika historisch haben wir als Slowakei nur die besten Erfahrungen gemacht. Trotzdem, das Niveau vom Anti-Amerikanismus ist momentan in unserem Land besonders hoch. Und ein paar Wochen vor dem Krieg in der Ukraine gab es große Demonstrationen in der Slowakei, und zwar in Bezug auf das bilaterale Sicherheitsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Und dann kam der Krieg in eine solche stürmische Stimmung, und manche Kräfte haben dieses Abkommen mit der sowjetischen Okkupation verglichen. Das ist jetzt eine undankbare Aufgabe, diese Diskussion jetzt zu beenden. Bestimmt gibt es noch viele weitere Themen, die wir hier gerne andiskutieren möchten. Ich bedanke mich bei allen Panelisten. Ich bitte um Ihren Beifall. Danke, dass Sie uns geholfen haben, auch hinter die Kulissen der nationalen Debatten zu blicken. Jetzt können wir nämlich besser verstehen können, warum sich die Gesellschaften in den MOE-Ländern verhalten, wie sie sich verhalten. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich möchte Sie gerne auffordern, falls Sie noch offene Fragen, dann können Sie jetzt während der Kaffeepause die Panelisten informell befragen. Auch weiterhin schönen Tag.